Herzlich willkommen zu dieser schnellen Farmroute in Immerfels. Auf der Farmroute könnt ihr finden Eisenerz, Silber, Magnetit, Platin und Seidenpflanze. Das ist so ungefähr alles, was man am Anfang braucht. Und die ganze Route dauert nicht länger als 20 Minuten. Außerdem fängt sie direkt vor den Stadttoren an. Ich zeige euch das einmal auf der Ingame-Karte. Denn wir gehen einfach nur aus dem Osttor heraus, folgen den Gebirgsketten zum Schnellreisepunkt, einmal über die andere Gebirgskette und dann wieder nach oben. Von da kann man dann entweder zurück in die Stadt, weil die Taschen voll sind, oder die Route nochmal von vorne beginnen. Das Ganze sieht auf der New World Map folgendermaßen aus. Ich habe euch die Erzvorkommen und die Silkweed-Vorkommen einmal eingekreist. Außerdem verlinke ich die New World Map unten in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt würde ich euch den Run gerne einmal zeigen. Das Inventar ist leer und wir rennen los. Falls ihr das auch gerne live sehen würdet, schaut gerne bei meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich bin so gut wie jeden Abend online. Und jetzt ab in den Zeitraffer. Im ersten Teilschritt lohnt es sich, im Zickzack durch das Gebiet durchzulaufen, wie das oben in der Karte angezeigt wird. Klar kann man sich auch alle Stellen einprägen, mir fällt das schwer, deswegen laufe ich im Zickzack durch, gucke mich nach rechts und links um und meistens sieht man die Erzvorkommen direkt. Am Ende des ersten Abschnitts kann man sich super am Schnellreisepunkt orientieren und einmal den Fluss überqueren Richtung Schnellreisepunkt. Hinter dem Schnellreisepunkt ist auch direkt ein großes Erzvorkommen. Der nächste Part der Route ist ein wenig schwierig, denn entweder muss man sich auf eine Route festlegen, das ist das, was ich meistens mache, oder von unten nach oben laufen. Ich laufe gern den oberen Part der Route, denn dort sind viele Berglöwen mit Level 20 bis 23 zu finden und deswegen weniger Spieler, die im Level deutlich niedriger sind. Von dort geht es dann weiter nach unten Richtung des Turmes und zu den Silbervorkommen. Diese habe ich euch hier auf der Karte eingekreist. Von hier an müsst ihr nur der Gebirgskette folgen und am Rand der Gebirgskette das Eisenerz abbauen. Und ganz am Ende, hier eingekreist, das Platin-Vorkommen nicht vergessen, falls ihr dieses schon abbauen könnt. Als nächstes folge ich den Ruinen Richtung Norden bis hin zu den eingekreisten Seidenpflanzen. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, ob ihr die Route neu beginnt oder wieder in Richtung Stadt geht. In diesem Beispiel gehe ich in Richtung Stadt und habe Glück, dass das Eisenerz schon wieder neu gespawnt ist. Und nach nur einem Run sind wir zurück in Immerfels und haben 977 Eisenerz, 145 Platinerz, 47 Silbererz und 214 Seidenpflanzenfasern gesammelt. Zu einer weniger bevölkerten Uhrzeit hätte das sicherlich mehr sein können, aber trotzdem in weniger als 20 Minuten lässt sich das Ergebnis sehen. Kennt ihr auch gute Farmrouten? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.